herzlich willkommen zu Quadriga, Ihrem internationalen Talk aus Berlin. Europa wählt sich ein neues Parlament. Viele sprechen dabei von einer Schicksalswahl, denn sie sehen in den Parteien vom rechten Rand eine Bedrohung für Europa. Jetzt hat in Österreich ein Video zum Bruch der rechtskonservativen Regierungskoalition geführt. Die Aufnahmen zeigen, wie der spätere Vizekanzler Strache der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen lukrative Staatsaufträge zuschanzen wollte. Gegen Wahlhilfe natürlich. Welche Folgen hat dieser Fall für die Europawahl? Skandal zur Wahl, Europas Rechtsnationalisten entlarvt, das fragen wir heute. Und dazu begrüße ich meine Gäste. Ganz herzlich willkommen, Helene Kohl. Sie berichtet aus Berlin unter anderem für Europe 1. Sie sagt, die Erfahrung aus Frankreich lehrt, Skandale schrecken Wähler dieser Parteien nicht ab. Herzlich willkommen, Matthew Karnitschnik, Europa-Chefkorrespondent bei Politico. Er sagt, das Video macht es den Nationalisten schwerer zu leugnen, wer sie wirklich sind. Karin Taylor, herzlich willkommen, Sozialdemokratin und politische Aktivistin hier aus Berlin. Sie sagt, es sollte nicht schockieren, wenn rassistische, verfassungsfeindliche und kriminelle Rechtspopulisten Dinge tun und sagen, die rassistisch, verfassungsfeindlich und kriminell sind. Das heißt, Frau Taylor, Sie waren jetzt nicht übermäßig erschüttert, als Sie das Video aus der Villa in Ibiza gesehen haben. Nein, überhaupt nicht. Es war eher eine Bestätigung von dem, was, denke ich, wir alle schon lange wissen. Sei es jetzt, dass der Skandal in Österreich mit einem Motto von der FPÖ, österreichisches Geld den Österreichern, da werden letztendlich schon mafiöse und kriminelle Strukturen beschrien. Wir können aber auch genauso nach Deutschland gucken, zur AfD, wo wir Skandale haben um illegale Parteienfinanzierung. Wir können nach Frankreich gucken, zum Rassemblement National, wo EU-Gelder millionenfach veruntreut wurden. Also es zieht sich letztendlich durch die rechtspopulistischen Parteien und rassistischen Parteien in Europa durch. Von daher wurden wir jetzt letztendlich nur wieder bestätigt. Matthew Karnitschnik, waren Sie, ich sage jetzt mal, allein vom Inhalt, vom Inszenatorischen her vielleicht ein bisschen erschüttert, wie einfach und wie plattfüßig das da in der Villa abging? Hätte ich mir ein bisschen mehr Niveau gefühlt. Ja, also mich hat es schon ein bisschen überrascht. Also wenn man weiß, also aus welchem Niveau diese Leute kommen, dann vielleicht ja weniger. Ich glaube, für diejenigen Zuschauer in Europa, die Deutsch sprechen, wie sie also diese Sätze formuliert haben, zum Beispiel, waren besonders überraschend. Also das war schon ziemlich tiefgründig und deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, dass der ganze Skandal in Österreich wenigstens für die nächsten Jahre der FPÖ schaden wird, weil das war nicht irgendwer, also das war jemand, der Chef dieser Partei seit 15 Jahren. Vizekanzler. Genau, also ja. Vizekanzler war und wirklich das Gesicht dieser Partei in den in letzten Österreich 15 heißt es ein mittelmäßiger Gangster. So hat ja ausgeschaut, also wie eine schlechte Kopie von Vier Blocks oder so. Ja, in Deutschland ist ja eine berühmte Krimisendung hier. Eine ganz ordentliche Serie übrigens. Eigentlich eine gute Serie, ja. Da hätte man ihn, glaube ich, nicht mitspielen lassen. Aber gut, der muss dann auch üben. Frau Kohl, wir berichten in Deutschland groß über dieses Beben bei unseren österreichischen Nachbarn. Kommt in Frankreich auch was davon an? Ja, schon. Am Wochenende war das natürlich groß, weil gleichzeitig in Italien war ein großes Treffen von vielen von diesen Vertretern dieser rechtsextremistischen, populistischen, patriotischen Partei. Und da war auch Marine Le Pen da. Und da war auch Herr Salvini für Italien natürlich, für die AfD. Und für die FPÖ sollte auch jemand kommen, ist auch gekommen, durfte aber nicht reden. Und das war natürlich für die französischen Medien die allererste Frage an Marine Le Pen. Wollen Sie mit die FPÖ weiter eine Gruppe in Europäische Parlament bilden? Das ist natürlich die Strategie von Marine Le Pen. Die gehört zu denjenigen, die sagen, wir müssen zusammenhandeln. Und diese Strategie sehe ich durch dieses Video einfach in Gefahr, weil man kann keine internationale mit Nationalisten machen, bilden. Und dadurch, ein interessanter aber Widerspruch. Für die französischen Wähler wird das wahrscheinlich keine Rolle spielen, weil die Wähler in Frankreich null Idee haben, dass eigentlich die wählen für Europa. Die glauben, das ist ein nationaler Wahlkampf. Von daher, es ist ein großes Problem, die Frankreich in diesem Wahlkampf hat. Einfach, ich glaube, das Land
geführt von einem großen Europäer wie Macron, also sage ich, der Kandidat Macron hat sich als großer Europäer gezeigt. Und jetzt haben wir einen Präsident, der selber den Wahlkampf so führt, dass man sich nur mit innenpolitischen Themen konzentriert. Und das sehe ich schon als einen Fehler für Europa. Bevor wir weiter über Europa reden, eine kurze Kostprobe aus dem Video. Es geht um Österreichs größte Boulevardzeitung, die Kronenzeitung, bei der sich die vorgebliche Oligarchennichte einkaufen will. Klar, um die mediale Situation ein bisschen zu verändern. Strache freut sich schon auf gute Schlagzeilen für seine Partei. Wenn Sie, sobald Sie die Kronenzeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenrufen, müssen sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone. Zack, zack, zack. Diese drei, vier Leute, die müssen ja, pushen. Drei, vier Leute, die müssen ja abserviert werden. Rote, grüne, der ist gut so. Wie viel also der ist schwer. Und wir holen gleich einmal fünf neue rein, die wir auftauen. Ja. Und das ist Heute feiern wir den 70. Jahrestag der Unterzeichnung des Grundgesetzes hier in Deutschland. Pressefreiheit ist natürlich ein hohes Gut. Herr Karlicznik, was bedeutet dieser kurze Videoausschnitt, den wir da gesehen haben? Dann denkt man sich, okay, kauft man ein paar Anteile und dann steuert man das da mal ebenso durch. Wir alle kennen auch die Geschehnisse um Armin Wolf, einen sehr profilierten Fernsehjournalisten, der sich auch mal traut nachzufragen, der auch von politischer Seite durchaus unter Feuer genommen wird. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf 17 Monate FPÖ-Regierung, haben Sie das Gefühl, da ist vielleicht was erodiert, was wir gar nicht so gemerkt haben? Ganz im Gegenteil. Also ich würde meinen, dass das Video zeigt oder vor allem die Reaktion auf das Video zeigt, dass die Verfassung in Österreich, die Demokratie sehr gut funktioniert, weil nach der Veröffentlichung des Videos innerhalb von 12 Stunden ist er zurückgetreten, innerhalb von 24 Stunden ungefähr hat der Bundeskanzler gesagt, wir brauchen Neuwahlen. Der Präsident war bislang sehr souverän, hat ja alles gemanagt und das, was Strache hier zur Kronenzeitung gesagt hat, war mit ein Grund dafür. Also diese Angriffe auf die freie Presse. Die meisten Leute in dieser Runde würden wahrscheinlich also nicht mit der Berichterstattung der Kronenzeitung überein sein. Aber trotzdem sagt man, nein, also das geht nicht. Also diese Zeitung, nur zur Einordnung, ist die meistgelesene Zeitung Europas, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Ist mächtig. Ist sehr mächtig, sehr rechts, hat die FPÖ sowieso unterstützt. Deswegen war es ja vielen ein Rätsel, warum er das gesagt hat, weil es ist nicht so, dass die Zeitung ihn nicht unterstützt hat. Aber trotzdem, also es gab ja auch Angriffe auf die öffentlich-rechtlichen Sender in Österreich, auf die anderen Zeitungen. Strache hat auch alle Journalisten als Huren bezeichnet und so weiter. Und das geht, glaube ich, vielen Österreichern zu weit, weil jeder, der das gehört hat, meint jetzt, also mit dieser Partei können wir ja keinen Staat machen. Mhm. Frau Taylor, wir erleben was Interessantes. Die Rechten sind ja überall in Europa fast ein Stresstest gerade für die Medien, für den Grundwert der Pressefreiheit. Wir erleben das in Ungarn, in Polen, aber auch in Großbritannien zum Beispiel. Teilen Sie die These von Herrn Karlicznik, dass in Österreich und vielleicht auch in Deutschland die Gesetze noch ganz gut funktionieren, um rechte Bedrohungen auszuhalten? Linke natürlich auch, also jede Form von extremistischen Bedrohungen. Wenn ich mir die Berichterstattung in unseren Medien anschaue, würde ich sagen, ja, wir haben eine so breite und diverse Medienlandschaft, die es schafft, nicht nur die Parolen zu wiederholen, die von den Rechtspopulisten kommen, sondern auch Gegennarrative zu setzen und auch jetzt den Mainstream-Medien genauso, den Mainstream-Parteien genauso wie Zivilgesellschaft Platz geben, um ihre Meinung zu vertreten. Wenn ich mir dann aber angucke, wie im Bundestag zum Beispiel debattiert wird, welche Angriffe einzelne AfD-Abgeordnete auf die Sitzungsleitung, also auf die Vizepräsidentin des Bundestages ausüben und diese Position ist nicht schaffen, Leute des Saales zu verweisen, Leute oder den AfD-Abgeordneten in dem Moment das Wort zu entziehen. Ich war jetzt bei einer Veranstaltung, da hat Claudia Roth praktisch Grünen-Politikerin, vor allem Vizepräsidentin des Bundestages, gesagt, sie hat keine Handhabe. Sie weiß nicht, wie sie mit den AfD-PolitikerInnen und Politikern umgehen soll, wenn sie sexistisch
sexistische, rassistische Kommentare von sich geben. Sie muss sie sehr oft einfach machen lassen. Und das hat natürlich eine enorme Sprengkraft, hat eine unglaubliche Auswirkung auf Menschen auf der Straße, wenn es wiederum heißt, von AfD-Politikern, diese Kopftuchmädchen sind dies und das, haben wir parallel auf der Straße Frauen mit Kopftuch, denen das Kopftuch vom Kopf gerissen wird, die angespuckt wird. Also dieser Bogen, den finde ich sehr gefährlich. Und das ist nochmal unabhängig von dem, wie es in der Medienlandschaft repräsentiert oder wie die AfD in der Medienlandschaft repräsentiert wird. Sie bekommen ja trotzdem eine Bühne im Bundestag. Wobei es gibt aus dem Bundestag, gerade aus dieser Legislaturperiode, schon auch einige Beispiele. Definitiv. Aus allen Parteien übrigens. Definitiv. Ja, Martin Schulz, der sich hinter die sich zum Teil wirklich virtuos und mit hoher Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auch dagegen stellen. Definitiv. Also die parlamentarische Debatte ist lebendiger geworden, kann man sagen, mit allen Nebenerscheinungen, die es gibt. Frau Kuhl, Sie sind mit Abstand die Erfahrenste, was den Umgang mit rechten Kräften angeht. Wenn Sie das in Österreich sich anschauen, wenn Sie sich das hier bei uns in Deutschland anschauen, sehen Sie Muster, sehen Sie Vergleichbares, was Korruption, was Nähe zu komischen Finanzquellen auch nach Moskau angeht? Also die Front National früher, jetzt heißt es Rassemblement National, so RN, nicht mehr FN, hat schon seit langem so eine dubiöse Geschichte mit Russland und mit insbesondere Putins Russland. Es gab 2004 ein große über 9 Millionen Euro, die einfach von einer Bank in Moskau in die Front National gekommen sind, damit die Front National einfach seinen Wahlkampf führen kann. Es gibt auch natürlich diesen Skandal mit diesem EU-Parlamentassistent, die einfach die Front National, damals noch Front National, benutzt hat. Also es gibt eine ganze Reihe von Skandalen, Missbrauch der demokratischen Spiele. Mhm. Einfach so. Und dann sehe ich auch, was in Medien angeht, auch ganz interessanten Parallel. Und ich glaube, das muss ich auch als Repräsentantin von französischen Medien hier sagen, dass da haben die Medien in Frankreich richtig krass gescheitert in den letzten 15, 20 Jahren, in diesem Umgang mit dem Front National und den Politiker und Politikerinnen diesen Parteien. Also die sind mehrere, also sind auch kleinere Parteien. Also wie wir letzte Woche die ganzen Interviews von Stephen Bannon in den französischen Medien gesehen habe. Ganz kurz, Stephen Bannon, der Hexenmeister hinter Donald Trump, der ihn mit allerlei miesen Tricks. Also es gibt eine Videoaufnahme, schon wieder ein Video, wo man sieht, dass zwei Politiker der Rassemblement National sich mit Bannon treffen und es geht um Geld. Wie kann Bannon mit seinem Geld oder mit Freunden von ihm die Rassemblement National helfen? Das ist dieses Video, wurde ausgestrahlt im französischen Fernsehen. Da kommt dieser Mann 10 Tage später und kein Journalist fragt die Frage, was ist das? Was ist passiert? Wir haben das wie erklären sich das? Ist das also Angst? Das ist eine Art, okay, Front National, also diese Ideen, dieses Diskurs, diese Wörter sind salonfähig geworden in Frankreich. Wir haben 30% der Franzosen, die das ganz klar offen im Bus auf der Straße sagen. Und so unter dem Motto, man darf, man muss diese Welle respektieren. Und unter dem Motto, wir wollen kein Political Correctness und man darf schon sagen, dass Kriminellen ganz oft aus Ausland kommen. Also diese ein bisschen jetzt die Wahrheit sagen und klare, also diese Offenheit, die natürlich durch Facebook und Twitter auch noch wieder hochgepusht wird, hat richtig dieses französischen politischen Debatte in den letzten Wochen richtig kaputt gemacht. Kann man schon sagen, man kann nicht richtig diskutieren. Gucken Sie einfach 10 Minuten beim jeden Talkshow in Frankreich, das geht sofort. Also die Leute schreien, gehen raus. Also diese ganz klare Diskussion. Und dann kommt man gar nicht zu Hinhalte. Also ich wurde einfach gefragt über dieses Video in Österreich. Dadurch ist, ich bin die germanophone Journalistin in der Redaktion. Kannst du darüber so ein bisschen was erklären? Aber also es kommt nicht zu Inhalte, was das bedeutet. Es geht nur um das Ereignis, da gibt es jetzt ein Video. Ihre These finde ich sehr interessant, nämlich solche Skandale, solche Videos schrecken die Wähler gar nicht ab von rechts, sondern vielleicht motivieren sie sogar eher noch jetzt erst recht bei einer Wahl gegen die Systempresse, was auch immer, zu wählen. Herr Kadischnik, teilen Sie die These?
Nicht ganz. Also ich glaube, in diesem Fall sieht man, wie gesagt, also das wahre Gesicht dieser Partei. Ausschlaggebend meiner Meinung nach sind nicht die radikalen Rechten, die sowieso diese Partei wählen, sondern die anderen Leute, also die Leute im Bus, also die sich denken, naja, also das sind auf einmal, das sind ja so viele Ausländer hier, also da muss man was tun. Aber wenn sie das sehen, denken sich, naja, vielleicht ist diese Partei nicht richtig für mich oder ich gehe ja überhaupt nicht wählen, weil ich wollte in diesem Fall Strache wählen, FPÖ, aber ich glaube, also heute werde ich zu Hause bleiben, weil diese Mobilisierung gegen Europa vor allem, war immer sehr wichtig für die rechten Parteien. Und ob es ihnen diesmal in Österreich oder in Deutschland gelingt, werden wir sehen, weil es gab sehr enge Verflechtungen zwischen den Parteien. Und ich glaube, ich möchte nur einen Satz zu dem, was Frau Kohl gesagt hat, ja hinzufügen. Ich glaube, Frankreich ist ein Sonderfall, insoweit, dass das System dort anders ist als in Deutschland oder Österreich zum Beispiel, weil dieses präsidiale System, das Frankreich hat. Ja. Er hat ganz einfach eine völlig andere Dynamik als in einer parlamentarischen Demokratie. Also wenn die Rechten, wenn die Front National, Rassemblement National in Frankreich gewinnt, dann ist wirklich in Europa Feuer am Dach, weil die haben wirklich alles unter ihrer Kontrolle. In Ländern wie Österreich und Deutschland ist es halt ja anders, weil das wird ein bisschen austariert durch die anderen Parteien. Feuer am Dach ist eine gute Überleitung. Lassen Sie uns mal nach Italien schauen. Da hat der Chef der Lega Nord, Matteo Salvini, auch so um die 30% hinter sich. Wir schauen uns mal an, was da gerade los ist. Er liebt große Inszenierungen. Zu den Klängen einer Puccini-Oper beschwört Lega-Chef Salvini ein neues rechtes Bündnis für Europa. Und er liebt dramatische Worte. Die Europawahl sei eine Wahl auf Leben und Tod. Wir erleben einen historischen Augenblick, so bedeutend, dass wir alles tun müssen, um dieses Land, diesen Kontinent von der illegalen Besetzung zu befreien, die Brüssel seit Jahren organisiert. Auch sie will eine, wie sie sagt, europäische Revolution, ein Erwachen der Völker. Marine Le Pen, rechte Galionsfigur aus Frankreich. Wir wollen diese Europäische Union nicht mehr, die den üblen Wind der Globalisierung über Europa bläst. Eine europäische Allianz der Völker und Nationen wollen sie schmieden. Am liebsten mit Polen, Ungarn und Briten. Allerdings, die Nationalisten im EU-Parlament sind alles andere als geschlossen. Wie stark sind die Rechten in Europa? Wir sind hier zusammengekommen, um das zu tun, was wir am besten können, spekulieren. Wie einig sind die Rechten in Europa? Frau Kohl sagte gerade schon, oh, das mit den Polen wird aber schwierig. Es gibt auch so eine, ich sag mal, eine Erfahrung, sobald rechte Bewegungen in die parlamentarischen Ordnungen kommen, geht's los, dass sie anfangen, sich selbst zu zerlegen. Es geht um Posten, es geht um Geld, es geht um Eitelkeiten. Kann man darauf so ein bisschen hoffen, dass die sich gar nicht so einig sind? Frau Teller? Ich bin ja grundsätzlich Optimistin, deswegen hoffe ich, dass es nicht jetzt komplett bergab geht mit unseren Demokratien. Nichtsdestotrotz würde ich noch mal auf das Video bzw. auf die Wirkung von solchen Treffen zu sprechen kommen wollen. Denn mir fehlt auf der Gegenseite ein linkes Mainstream-Pendant von den übrigen Parteien, die versuchen, einen Gegenpol zu setzen oder auch eine eigene Geschichte aufzumachen. Europa ist vielfältig, wir sind geeint in unserer Pluralität, wie auch immer man das am Ende framen möchte. Wir sehen das bei der Zivilgesellschaft, jetzt am Wochenende sind im Rahmen der Eine für alle Demo in unterschiedlichen Städten Menschen auf die Straße gegangen. Wir sehen das aber nicht von den Parteien. In Italien gab es jetzt das Treffen mit den Gesichtern der Rechtspopulisten. Und ich denke, die Wirkung national, aber genauso auf europäischer Ebene ist eine immense Wirkung, die wir nicht unterschätzen dürfen. Das heißt, eigentlich sollten sich die Sozialdemokraten Europas genauso, auch irgendwo sichtbar. Ganz genau, ganz genau. Es gab immer und wieder die Liberalen Versuche, und die Grünen und alle anderen auch. Es gab immer wieder Versuche. Jetzt in Berlin vor 2 Wochen gab es ein Treffen, wo auch Timmermans unter anderem gesprochen hat mit Katharina Barley zusammen.
die Anhängerschaft ist nur kleiner. Ist kleiner und auch das mediale Interesse, muss man auch dazu sagen, war kleiner natürlich als jetzt bei so einem Treffen. Weil sie auch nicht die Persönlichkeiten haben, so wie man gesehen. Ob sie jetzt nicht die Persönlichkeit, also für mich ist ein Salvini ist keine Persönlichkeit, aber. Aber er ist zumindest laut. Ja. Franz Timmermans, Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten für den Kommissionspräsidenten, wird, sag ich mal, von rücksichtsvolleren Kollegen als netter Onkel beschrieben, der anekdotenstark ist. Frau Barley ist Justizministerin hier in Deutschland. Herr Kalschnick, naja, also jetzt das auch, hat das Charisma auch nicht erfunden. Genau, und dieses Treffen erinnert mich ein bisschen an so diese Marvel-Comic-Filme, wo man also die Bösen aus allen verschiedenen Reihen zusammen bekommt. Und die Sozialdemokraten zum Beispiel, die haben diesbezüglich nichts anzubieten. Sie sind ja auch nicht böse. Die sind ja auch nicht böse, aber die Christdemokraten ja auch nicht. Also die haben ein paar Galionsfiguren zurzeit. Sebastian Kurz war einer davon. Also wir werden sehen, also, welche Rolle er jetzt morgen spielen wird, also vor der Wahl. Weil es gibt ein großes Treffen in München mit ihm und Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der Christdemokraten, und Angela Merkel. Ich nehme an, die Begeisterung dort wird nicht so groß sein, wie wir in Italien gesehen haben. Das ist das Grundproblem dieser Mainstream-Parteien, dass sie ganz einfach nicht diese Begeisterung hervorrufen können, wie die Rechten zurzeit. Frau Kohl, ich muss da einfach noch mal unsere eigene Branche ein wenig auch ins Visier nehmen. Herr Karnitschnik sagt sehr nett, das Treffen der Superschurken, ja, da funktionieren die Reflexe. Ne? Das ist böse, das ist laut, das ist gegen die Konvention, da werden Tabus gebrochen und wir rennen alle hin und liefern eine riesengroße Bühne. Darf man sowas als Journalist ignorieren? Ist das eine Frage, die sich in Frankreich mal gestellt haben? Also die Journalisten? Wahrscheinlich, also in der Redaktion. Also Bühne, das war schon vor, wir sprechen von einem Dilemma, die vielleicht die Redaktionen vor 15 oder gar 20 Jahren in Frankreich hatten. Dann war die Antwort ganz klar, die gehören zum politischen Leben in Frankreich, die dürfen natürlich ihr sein und wir müssen darüber berichten, was sie auch machen. Ganz interessant ist, das hat sehr lange gedauert, und deshalb dank dieses Video in Österreich, haben die französischen Zuhörer und Zuschauer und Leser am Wochenende eine Berichterstattung bekommen von diesem Treffen in Italien mit Inhalt. Oho, es handelt sich vielleicht um eine, die wollen sich gruppieren. Was bedeutet das? Das war nicht nur Marine Le Pen ist in Mailand und trifft sich mit Salvini, sondern das war mehr, was wollen sie tun? Wer steckt dahinter? Wir haben Steve Bannon Anfang der Woche in Paris. Was bedeutet das mit Russland? Haha, Rassemblement National hatte schon Linke mit Russland. Was ich sagen möchte, ist, dass da hatten wir die Möglichkeit, als Journalisten ein bisschen Inhalt dazu bringen. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, und das habe ich auch von Feedback von Verwandten und Freunden in Frankreich bekommen, durch diese Geschichte in Österreich hat man plötzlich über Europa gesprochen, was das danach bedeutet. Und das hat von daher, finde ich, schon da, es war doch wichtig, dass die französische Presse vor Ort in Italien war und dass wir alle gut koordiniert haben, sagen, du, ich habe dieses Video gesehen, ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, ich habe die mal geguckt, das bedeutet das, er sagt das und er sagt das. Dann konnte er direkt um 9 Uhr am Tag danach mit Frau Marine Le Pen direkt die Frage stellen. Die Frage, die ich, also, okay, das sind schon Bilder, die so viele Leute Angst machen können. Oder also, was machen diese Allianz der Schurken? Meine Hoffnung ist, das ist alle Partei, die regiert sind durch dieses Führerprinzip. Marine Le Pen ist die Galionfrieder, das ist Jeanne d'Arc. Und die haben alle diese Spitzenpersonen und alle wollen führen. Mhm. Und deshalb sage ich doch, eine internationale der Nationalisten wird nicht funktionieren. Ich sehe einfach nicht momentan, wie Marine Le Pen, die übrigens nicht in der Europaparlament sitzen wird, also wie sein Kandidat jetzt richtig gut arbeiten wird mit jemandem von Salvini, der sagt, ich schicke alle Leute nach Frankreich, also alle Migranten nach Frankreich. Frankreich sagt, nein, ich mache die Grenzen zu. Wie kann das einfach funktionieren? Das kann vielleicht nur funktionieren, wenn man ganz laut und einfache Versprechen macht im Wahlkampf, aber danach in der Dynamik, in der sehr technischen Dynamik dieses Europaparlaments, wo man Professionelle der europäischen Politik braucht, sehe ich das, hoffe ich mindestens, keine richtige
Lösung für diese Patrioten, sogenannten Patrioten. Bevor wir jetzt den Superschurken zu viel Platz einräumen, meine Damen und Herren, haben wir noch ein Video, ist ein bisschen wie YouTube heute. Und zwar von der Führerin der freien Welt, die sich mit einer für ihre Verhältnisse sehr emotionalen Botschaft aus Kroatien an uns richtet. Unsere Werte heißen, dass wir stolz auf unser eigenes Land sein können und gleichzeitig Europa bauen. Patriotismus und Europäische Union sind keine Gegensätze. Der Nationalismus ist der Feind des europäischen Projekts. Und das müssen wir in den letzten Tagen vor der Wahl klar machen, liebe Freunde. Frau Teller, ist dieses Narrativ, wie wir neudeutsch sagen, schon durchgedrungen, dass also die Superschurken eigentlich Europa kaputt machen wollen und die anderen, die demokratischen Parteien, ein, wenn auch etwas wackeliges Konstrukt Europa beibehalten wollen? Also sehen Sie diese Zuspitzung? Ich denke schon, weil jetzt im Rahmen des Europawahlkampfes immer wieder formuliert wurde, dass wir jetzt am Scheideweg stehen. Dass für Europa unglaublich viel im Spiel ist und dass wir das, was Europa für uns ausmacht, in Frieden zusammenzuleben, nicht mehr ohne weiteres verteidigt sehen, wenn wir uns nicht selber dafür einsetzen. Mhm. Ich denke, diese Botschaft ist zumindest, wenn ich für Deutschland sprechen kann, in vielen Kreisen angekommen. Die Antwort darauf sind nur unterschiedliche. Während die Rechtspopulisten sagen, natürlich erkennen wir die Wichtigkeit des Konstrukts von Europa, so wie es aber bis jetzt ausgeführt wurde, ist es falsch und eher zu unserem Nachteil. Während die andere Seite sagt, wir müssen noch progressiver sein, noch mehr in Einheit, die europäische Integration noch weiter voranführen, sogar mit dem Beispiel, wenn nicht gleich alle mitmachen, vielleicht mit einem Ensemble aus denen, dem Europa der Willigen und die anderen können dann, wenn sie das dem Beispiel folgen wollen, noch nachziehen. Also diese beiden Antworten stehen dem gegenüber, wie gehen wir jetzt mit einem Europa um, das doch sehr gespalten ist. Glauben Sie, dass das die Menschen, die Wähler in ganz Europa mobilisiert, diese Aussicht gegen ein rechtes Bündnis, das auch da wieder ein deutscher Europavertreter sagte, wir müssen den Todesstern, also Brüssel, erstmal von innen besetzen, um ihn dann zu zerstören? Also dieses Europa kaputt machen, reicht das für viele Wähler, um hinzugehen und irgendeine der demokratischen Parteien zu wählen? So ein Schutzinstinkt? Ich glaube schon, dass es vielen reichen wird. Wir werden am Sonntag sehen, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Die wird ja ausschlaggebend sein. Ihre Prognose? Meine Prognose ist, dass sie etwas höher sein wird. Ja, gerade aus diesem Grund. Und das Video zeigt auch, warum. Also das bestätigt, dass hier eine gewisse Gefahr vorhanden ist, gegen die man kämpfen muss, wenn man Demokrat ist. Weil es geht hier nicht nur um, also die eine Partei ist ein bisschen rechts und die andere ist ein bisschen links. Also es geht hier um die Zukunft der Demokratie. Und ich glaube, das Video macht es vielen Europäern klar, was alles hier eigentlich auf dem Spiel steht. Insofern war es ja vielleicht ganz gut, dass das Video jetzt vor der Wahl rausgekommen ist. Weil, das war bestimmt auch zufällig. Ja, das war ja natürlich ein großer Zufall. Aber das Problem, finde ich, in den letzten Jahren war immer wieder, dass man diese Rechten ein bisschen bagatellisiert hat und gemeint hat, naja, also die haben ja auch ja ihre Argumente und das kann man nicht ja so leicht von der Hand weisen. Und vielleicht wäre es ja auch nicht so schlecht, wenn sie auch ein bisschen Beteiligung hätten an einer Regierung in Österreich zum Beispiel oder anderswo. Und hoffentlich jetzt kurz vor der Wahl sieht man also, was das wirklich bedeuten kann. Aber wie gesagt, also das kommt ja wirklich auf die Wahlbeteiligung an, weil in den letzten Jahren bei diesen Europawahlen vor allem, ob in Frankreich, ob in Italien, waren es die Rechten, die ihre Wähler mobilisiert haben, weil für sie ist Europa das große Feindbild. Mhm. Ja? Und die sagen ihren Leuten immer, wir müssen nach Brüssel gehen, um das System zu verändern. Die haben damit zum Beispiel in Frankreich gespielt, dass sie überhaupt Frankreich aus der Eurozone rausnehmen, aus der EU. Genau. Viele Wähler wollten das nicht. Und das war mit ein Grund, warum Marine Le Pen 2017 gescheitert ist, weil sie zu spät gemerkt hat, dass es keine Unterstützung in Frankreich gegeben hat für ein Frexit.
Aber jetzt spielen sie mit dem Argument, naja, wir müssen die EU reformieren, was das auch immer heißen mag. Weil sie haben ja wirklich also keine Konzepte, also keine konstruktiven Vorschläge oder so. Aber ob die meisten Wähler hier differenzieren können und andere Parteien deswegen wählen werden, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass gerade dieses Jahr die Chancen für ein besseres Abschneiden der demokratischen Parteien, sage ich mal, nicht so schlecht ist. Auf der anderen Seite, Frau Kohl, Sie haben es schon angesprochen, Emmanuel Macron hat seine Wahl in Frankreich gewonnen mit einem aber sowas von klar europäischen Kurs, wie wir uns das in Deutschland überhaupt nicht mal erträumen können. Davon ist er ein wenig abgerückt. Das mag auch damit zu tun haben, dass er mit seinen Vorschlägen, er hat ja mehrere zentrale Reden gehalten, in Deutschland vor eine doch solide Betonmauer gerannt ist namens Angela Merkel, die jetzt nicht so auf seine Vorschläge angesprungen ist. Das heißt, als demokratischer Pro-Europäer fällt es mir wahnsinnig schwer, etwas zu wählen, weil ich weiß gar nicht, was, wenn sich Deutschland und Frankreich nicht einig sind. Oder habe ich einfach nicht genug ihrer Beiträge gehört? Ich glaube schon, dass die Haltung von Macron in den letzten 2 Jahren sehr interessant ist. Also er wurde als Kandidat, da war die Verkörperung von diesem europäischen Traum. Der junge Mann, dynamisch, mit der Frage von Europa und wir alle zusammen und ich will mehr Austausch für die Jugend in Europa und so weiter. Und da kommt natürlich die knallharte Realität von Brüssel, er kommt in eine ganz neue Partei mit einer neuen Welt, hat er immer gesagt. Und dann braucht er natürlich in Brüssel Professionelle der europäischen Politik. Er hatte ganz wichtige Abgeordnete, aber er hat in Brüssel bis jetzt keine Partei. Mhm. Es gibt keine En Marche-Leute in Brüssel oder in der Europäischen Parlament bis jetzt. Er gehört keine Gruppe. Und das bedeutet schon, dass die letzten 2 Jahre hatte er natürlich seine Position als französischen Staatschef, also in der Runde mit dem Kollegen Angela Merkel und Kurz und so weiter. Wer sind aber da dann, seine Verbündeten unter den Das sagt er nicht. Das ist jetzt das Problem. Okay. Er hat natürlich große Angst in Frankreich, dass wenn er sagt, meine Verbündeten, sagen wir mal so, das ist Zentrum, es wäre dann die Liberalen. In Frankreich, Stichwort liberal, ist natürlich sofort Thatcher, Reagan, Neoliberalen und diese ortholiberalen Wirtschaftsflügel. Das ist jetzt momentan in dem sozialen Kontext in Frankreich, das wäre ein riesiger Fehler zu sagen, wir gehören zu diesen Leuten. Mhm. Also wir haben 6 Monate Gilets Jaunes-Bewegung jeden Samstag erlebt, manchmal mit großer Gewalt, manchmal mit Ausschreitungen, Richtung also extrem rechts oder extrem links radikalen Leuten. Ganz, ganz kurze Wissensfrage, die Gelbwesten, sind die tendenziell pro- oder antieuropäisch? Die sind antieuropäisch, aber die sind antieuropäisch von links- oder rechtslager. Mhm. Also deshalb gibt es auch mehrere gelben Westen-Listen für diese Europawahlen. Die konnten sich natürlich nicht einigen, da kommen sie mehrere Gruppierungen. Es gibt auch einige Persönlichkeiten von Showbiz und so weiter, die einfach mal sagen, ich bin die wahre Stimme der Gilets Jaunes. Also von daher, diese Gilets Jaunes-Bewegung wird in sich für Europa keine Rolle spielen. Aber ganz interessant ist, das hat dadurch geführt, dass Macron sich nicht positioniert hat. Und Macron, der einfach immer sagt, ich will mehr Demokratisierung, dieses europäische Politische, diese einfache Rählung der Spitzenkandidat einfach nicht anerkannt hat. Er sagt, als spätere Leiter oder Präsident der EU-Kommission kann jemand sein, der früher in den Wahlkampf nicht gesagt hat, er wäre Kandidat. Mhm. Und das ist eine Regelung, die ich hier zum Beispiel in Deutschland das ist ziemlich gut gekommen ist in der Bevölkerung, dass viele denken, okay, wenn ich für die Partei oder für die Partei wähle, das bedeutet, dass ich diese Person unterstütze für die Kommission. So unter dem Motto, meine Stimme bringt irgendwas. Das ist nicht nur dieses nebulösen Welt da, von die da oben in ihren Elfenbeinturm und so weiter. In Frankreich, dadurch der Hauptperson, der diese europäische Idee verkörpert, und zwar der Präsident, sich nicht positioniert hat und immer noch laviert zwischen vielleicht Franz Timmermans, vielleicht die Liberalen, zwischen sogar Weber und so weiter, vielleicht X. Das hat dazu geführt, dass die Franzosen einfach null Ahnung haben, da sie eigentlich eine Rolle spielen können in dieser europäischen Debatte. Das finde ich einfach eine
europäische, historische, gar demokratische enormen Fehler von Macron. Karin Teller, wie würden Sie einem Erstwählenden 18, 19 Jahre erklären, wofür er oder sie wählt? Klar, gegen rechts, verstanden, aber wofür? Wo ist das Projekt, die Zukunft, die Idee? Ich denke, gerade die jungen Menschen profitieren von Europa. Das muss man immer wieder klar machen. Jetzt frage ich, wodurch? Offene Grenzen zum Beispiel. Man könnte jetzt sagen, ja, aber die ist mein so, das ist so selbstverständlich. Ist es das? Ist es das? Für also, junge Menschen ja, weil die kennen es nicht anders. Aber wo ist das Ding in der Zukunft? So freies WLAN für alle. Das wird jetzt sehr gut funktionieren als Programmpunkt, aber gut. Wo ist das? Das eine Ding, wofür ich einem, soziale Gerechtigkeit. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie so hängt ganz viel bei den jungen Leuten am Klimaschutz. Auch da ist Europa nicht so richtig doll weit vorne. Das ist das, was mir fehlt in diesem Wahlkampf. Gut, dann habe ich vielleicht auch nicht die Antwort, was ist mhm. das, was Europa ausmacht für junge Menschen. Ich denke aber, also ich bleibe bei dem offen, sich offen mhm. bewegen können. Das gilt für Arbeitnehmerinnen, das gilt für Studierende, mhm. Das gilt für Familien. Also egal aus welchem Kontext mhm. ich komme, ich kann dieses Europa für mich nutzen. Und ich denke, diese Botschaft müssen wir noch viel mehr verteidigen. Denn von rechts ist es eher, wir wollen uns begrenzen, wir wollen die Grenzen zumachen, wir wollen nur auf unseren eigenen Vorteil schauen. Und da liegt die Gefahr auch für junge Menschen. Also das würde ich trotzdem wiederholen. Und weil jetzt auch gerade Klimaschutz angesprochen wurde, die grenzüberschreitenden Probleme können wir nicht national lösen. Das wissen Frage. Junge Menschen, ja. das wissen alte Menschen. Und diese Bewegungen können unterstützt werden durch, ich bin auch sehr für eine transparente Demokratie, können also unterstützt werden durch ein starkes europäisches Parlament. Und auch das können wir den jungen Leuten wieder klar machen, dass ihre Stimme zählt. Ja, aber ich finde es schon ein bisschen schade, dass diese Unterschiede zwischen den Parteien, zwischen den demokratischen Parteien nicht stärker herauskristallisiert worden sind im Wahlkampf. Weil das ist genau das Problem, dass die meisten Menschen wissen ja gar nicht, worum es geht, wofür sie ja wählen sollen und was das Ganze ja eigentlich soll. Weil ich finde, dass die Sozialdemokraten zum Beispiel, also die haben eine völlig andere Vision für Europa, für die Integration, die weitere Integration Europas als die Christdemokraten. Also die Christdemokraten wollen eher so weiter, so wie ist. Also wir müssen bewahren, was wir haben. Also wie Sie gesagt haben, Schengen, Euro und so. Aber was ist die große Zukunft? Frau Merkel hat bislang immer Stopp gesagt, also dem Macron gegenüber, wo er irgendwelche Vorschläge für eine weitere Integration gemacht hat. Und das wäre vielleicht eine Debatte, die man in den letzten Wochen hätte haben können. Die hat ja leider nicht stattgefunden, anstatt aus nackter Angst, oder? Ja, genau, aber das ist, glaube ich, also Angst ist schon eine Motivation für die Menschen, um sie dann zur Wahlurne zu bringen. Ja. Aber das ist, glaube ich, für die Zukunft Europas, für die zukünftige Debatte über die Politik in Europa vielleicht nicht ganz förderlich. Weil was passiert ist, ist, dass diese ganzen Wahlkämpfe in Europa wieder einmal auf Nationalbasis stattgefunden haben. In Frankreich, in Österreich, in Deutschland hat es also meiner Meinung nach fast keinen Wahlkampf gegeben. Es hat ja schöne Plakate gegeben von allen großen Kandidaten. Aber wenn man die Leute wirklich fragt, also worum geht es hier, würden die meisten sich schwer tun, da eine Antwort zu geben. Und trotzdem, das ist vielleicht das Faszinierende, hat gerade auch der Vormarsch der Rechtspopulisten, aber auch dieses Gefühl, da fällt vielleicht was auseinander, die Menschen massenhaft auf die Straßen gebracht. Selten hat eine Europawahl so viele Bürger mobilisiert. Das Motto der Demonstration, ein Europa für alle. Für Toleranz, gegen Nationalismus, für ein geeintes Europa. Zehntausende zeigen Flagge in Köln, Berlin und Frankfurt. Die Demonstranten wollen verhindern, dass die Europawahl von den Parolen der Rechtspopulisten dominiert wird. Ich weiß nicht, ob man da noch Menschen abbringen kann, vielleicht eine nicht demokratische Partei zu wählen, aber es sollte einfach in die Öffentlichkeit, dass viele dagegen sind. Ja, ich hoffe halt auch, dass die Wahl möglichst in Richtung der Partei in der Mitte und eher nach links sich richtet und nicht, dass es da einen populistischen Vorsprung gibt. Großdemonstration auch in Polen.
Hier geht es gegen die nationalkonservative Regierungspartei PiS, die nach Meinung der Demonstranten den Rechtsstaat aushöhlt und europäische Werte gefährdet. Auch ganz junge Europäer sind mobilisiert. Die Schwedin Greta Thunberg hat es mit ihrem Protest gegen den Klimawandel geschafft, viele junge Menschen für die Politik zu interessieren. Entsteht eine neue proeuropäische Bewegung? Ja, wir Journalisten sind ja immer so romantisch. Ne? Wir brauchen jetzt eine proeuropäische Bewegung. Aber Greta Thunberg, die junge Schwedin, die wir inzwischen alle kennen, deren Botschaft war eigentlich nicht europäisch. Es ging um Klima erstmal. Aber teilen Sie die These, es wird politisiert, gerade unsere ignoranten jungen Menschen werden jetzt mal ein bisschen in Bewegung gebracht. Ist da unter der Oberfläche des etablierten Europas was im Werden? Ich denke, womit viele junge Generationen das Problem hatten, war, dass sie das Gefühl hatten, nicht gehört zu werden. Und dass, dass ihre Meinung letztendlich nicht dort ankommt, wo Entscheidungen getroffen werden. Indem sie aber die Macht erkannt haben, die sie haben, durch die Masse, die sie ja alleine darstellen, konnten sich nochmal junge Leute dann dazu bewegen und zu sagen, ich gehe jetzt für das, wofür ich stehe und wofür ich kämpfe, dafür gehe ich jetzt auf die Straße mit der Hoffnung, dass dadurch Veränderungen hervorgerufen werden. Und das geht natürlich nur, oder geht vor allem dann gut, wenn sich besonders viele anschließen. Dementsprechend ist diese europäische Bewegung eine logische Antwort auf eine Greta Thunberg, die sich anfangs vors Rathaus gesetzt hat und ihre Fahne hochgehalten hat. Ellen Kohl, ist das eine europäische Bewegung, eine proeuropäische Bewegung, die da von den jungen Leuten mit Instagram, YouTube und so weiter kommt? Oder ist das einfach nur so ein bisschen nice to have? Ich hoffe es, aber ich glaube, also wenn ich über Frankreich rede, also dieses Ignoranz über europäischen Thema ist so krass. Ich sage nur ein Beispiel. Nachrichten, 20 Uhr, erster Fernsehsender in Frankreich. Wie oft wurde der Name Jean-Claude Juncker letztes Jahr erwähnt? Einmal. Das ist nicht viel. Mathieu Karnischik, neue europäische Bewegung der Jugend? Glaube ich schon, weil je mehr Europa bedroht wird, umso mehr werden die Leute auf die Straße gehen, um Europa zu verteidigen. Also ich bin etwas zuversichtlich. Wir fassen zusammen, meine Damen und Herren, der europäische Frühling steht vor der Tür. Die Jugend wird es richten und Quadriga ist natürlich dabei.